Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Minecraft Infinite World. So, weiter geht's. Wir starten heute das Projekt Batterie, nicht Solar. Solar war in der letzten Folge und das war ein Fail. Wir starten heute dieses Projekt, indem wir, das reicht natürlich nicht ansatzweise, hier eine riesengroße Anlage bauen, in der wir die Energie einfach mal benutzen für unsere Batterie hier, weil die ist ja schön und gut. Tagsüber läuft die natürlich schön voll und die ganzen Laser Trails laufen da drüber und. Aber ich möchte mir einfach mehr Energie. Mehr ist immer besser, ne? Deswegen werden wir hier ich denke, das werden wir hier erstmal alles abreißen. Geht das? Kann ich das so abreißen? Ja? Okay. Okay, ja, das passt schon. Ich habe ja Silk Touch. Dann reißen wir das hier jetzt alles ab, weil dieser Raum ist sowieso schon immer ein, ich weiß nicht, so ein Fehler eigentlich. Ist es immer ein Fehler gewesen, dieser Raum? Der hat uns nicht wirklich viel gebracht und er ist auch nicht schön, wisst ihr? Da kann man dann irgendwas anderes reinmachen. Und hier wird jetzt einfach mal freigeräumt ohne Ende. Das heißt, wir machen die Batterie natürlich auch weg. Hier, das. Dann machen wir alles weg. Ja, mal geht das nicht mit dem Ding schneller? Ja. Ich will's schreien hören. So. Alles kaputt. Und unten müssen wir dann halt noch einen riesigen Raum ausheben. Ich glaube aber, das lassen wir dann ausheben, während wir uns dann die Sachen hier craften. Das machen wir dann einfach mit dem Filler, dass wir uns einfach einen großen Raum ausheben, wo man dann. Ah, da war doch noch eins. Wusste ich doch. So. Wo man dann das Ganze nochmal neu aufbauen. So wie draußen ungefähr. Bloß effizienter. Oder höher zumindest. Weil so wie es draußen ist, so gefällt es mir eh nicht. Das wird auch abgerissen noch. Das weiß ich allerdings nicht, ob ich das offscreen mache. Einfach, dass ich einfach mal offscreen hingehe und sage, komm, ich reiß jetzt alles ab. Also das war auf jeden Fall Trey. Ich sehe das jetzt erst, dass er mir hier ausgeleuchtet hat. Also das, glaube ich, war Trey. Bin mir jetzt aber nicht zu 100% sicher. Ich würde schon sagen, dass das Trey war. Weil Trey, der ist ein, das ist psychisch bei dem. Sobald er was sieht, was nicht ausgeleuchtet ist, muss er es. Er muss es. Es sind seine Bedürfnisse. Er muss es dann einfach ausleuchten, ne? Das ist so krass. Also er ist wirklich heftig drauf. Er leuchtet einfach alles aus. Was ja nicht schlimm ist. Ich meine, er hat nicht so oft Probleme mit Creeper wie ich. Ich fliege ja des Öfteren mal in die Luft oder ich verliere auf einmal mein MDE, ME-System. Ja, habe ich überlegen müssen, wie das Ding nochmal hieß, ne? Oder meine Ender-Query habe ich ja auch schon fast verloren. Die Ender-Query nicht, aber die Updates. So, warte mal. Ich gehe jetzt mal hin und leuchte hier trotzdem aus. Sonst haut mich Trey. Der kommt und schlägt mich dann einfach. Der kommt hier vorbei. Der hat bestimmt auch eben gespürt, dass ich die Dinger abgebaut habe, die Lichter. Und jetzt kommt er gleich vorbei und klatscht mir erstmal eine. Und dann macht er weiter. Dann macht er seine Arbeit weiter. So. Filler. Wir brauchen einen Filler. Und dann überlegen wir uns, wohin damit. Filler. Das ist sehr schön. Wir haben einen Filler. Wir brauchen einen Tesseract. Haben wir auch. Also haben wir eigentlich schon alles. Was wir noch brauchen, sind Marker. Da haben wir auch genug.
4 Stück sollten reichen. So. Die Frage ist, wo machen wir das hin? Könnte man jetzt eigentlich sagen, hier rein, ne? Hier ist der Generator. Genau, dann machen wir doch einfach so. Dann setzen wir hier eine Fackel. Hier eine Fackel. Hier eine Fackel. Entschuldigung. So. Und, ja, wie tief geht man da rein? Ach, schon so ein Stück, ne? Oh. Das wollte ich nicht. Warte mal. So. Die habe ich vergessen. Okay, dann können wir das hier nicht machen. Ja, ist gut. Ich habe es doch verstanden. Ich brenne. Ja! Ja, verdammt nochmal, ich brenne. Danke. Okay, da können wir es nicht hinsetzen. Dann machen wir es doch hier drüben hin. Ist ja jetzt auch nicht schlimm, ob rechts oder links. Aber da müssen wir uns dann was ausdenken, wie wir das am besten machen. Jo. So, das passt. Das passt auch. Und dann gehen wir jetzt einfach ein gutes Stück in die Richtung. Blums, blums. Noch eins? Ja, noch eins höher. Wieso ist da jetzt... Wieso? Wieso ist das jetzt so? Reicht das von der Tiefe her? Ja, ich denke, das dürfte reichen, oder? Wir können ja nochmal gucken. Hallo? Alter! So, nee, das dürfte auf jeden Fall reichen. So, jetzt setzen wir noch den Filler. So, dankeschön. Danke. Danke. Den da hinten, den Marker will ich auch. Die sind jetzt nicht teuer, aber ich sehe es halt nicht ein, ständig neue zu machen. Ich meine, ich will ja nicht verschwenderisch sein, ne? So. Dann sagen wir dem Clear. Bitteschön. Bank. Nein, er soll Mariandos Laser. Er soll empfangen. So. Und dann kann der da jetzt in Ruhe das leer machen. In der Zeit craften wir hier oben noch ein bisschen Zeug. Das heißt, wir brauchen den Rucksack. Mega Rubber Sapling. Stimmt, den wollten wir noch pflanzen. Siehste mal, den habe ich total verdrängt, muss ich zugeben. So, warte mal, ich hole mal das ganze Plutonium. So, das ganze Plutonium hole ich jetzt mal raus. Oh, guck mal, schon wieder 9. Krass. Da war eben nichts mehr da. So. Ja, das ist eh gerade erst noch zu viel, aber das ist egal. Kann mir ja trotzdem mal mitnehmen. So, und aus Jux und Dollerei hauen wir da doch jetzt einfach mal hier so. So ein Stack Plutonium rein, ne? Einfach nur, was Spaß macht. So. Okay, das haben wir. Wir brauchen Warte mal. Dann mache ich ein Autocrafting. Den können wir nämlich sagen, hier, wie hieß es? Thermo. So. Natürlich haben wir keine Sticks mehr, weil ich die nämlich weggescheucht habe. Weil ich gesagt habe, so schmeißen alle Sticks weg. Ich wusste es, ich hätte es nicht machen dürfen. Wood.
super, jetzt. Warte mal, dann machen wir doch so. Wood. Okay. Das heißt, wir müssen das. Nee, warte mal, habe ich das nicht schon? Ich will nichts machen, was ich schon hab. Aber ich glaube fast nicht. Weil Pistons können wir ja auch schon bauen. Ich dachte, ich habe jetzt das auch eingestellt, dass das auch machbar ist. Okay. Das wird zu Holz. Ne? Dann gucken wir mal ganz kurz. Wood. Das hier wird zu Sticks. Dann machen wir gerade hier so, zack, zack. So. Die Sticks werden dazu. Dann das wird dazu. Den brauchen wir, falls es das nicht mehr gibt, ne? Ganz klar. Das brauchen wir. Das brauchen wir. Und dann ist das eigentlich schon fertig. Dann können wir den schon automatisieren. Okay. Also müssen wir mal gucken, wo wir noch Platz haben. Hier haben wir dafür noch Platz. Hier kann das rein von mir aus. Und da können die zwei Dinger rein. So. Ja, und jetzt können wir eigentlich sagen, wir bestellen uns mal 100 Stück. Ah. Konstant Ingot. Hä? Was ist denn Konstant Ingot? Ah. Ach so. Aha. Tja, das habe ich jetzt nicht. Ich habe gedacht, das wäre Kupfer. Um ehrlich zu sein, ich habe da jetzt gar keine Acht drauf gehabt. Das heißt Ferrous Ingot und Kupfer. Kupferpulver und Ferrous. Sand und. Ja, gut, das ist egal. Also Ferrous Ore und. Also Ferrous Ingot und. Kupfer. Habe ich Ferrous? Nicht mehr viel. Ja, gut, dann nehmen wir mal das. Das. Springen mal ganz kurz hier hoch, laufen mal dahinter. Den könnte man eigentlich auch noch auftunen, ne? Ach so. Sekunde. Nee. Was ist das? Signalum. Okay. Also haben wir hier noch nicht. Was ist hier drin? Noch gar nichts. Das heißt, wir holen uns mal kurz eine Karte. Und sagen dem jetzt hat, der soll mal das hier machen. Nee, macht er nicht. Wieso macht er das jetzt nicht? Stehe ich jetzt gerade auf dem Schlauch? Ferrous und Kupfer. Ach, Induction Smelter. Ja, ist ja gut. So. Dann kriegst du jetzt aber nicht das, sondern Ferrous Ore.
Zack. So. Und du kriegst hier das hier rein, das hier weg und das hier rein. So. Dauert mir zu lang. Können wir jetzt, wir können doch jetzt einfach mal hingehen und sagen, wir werten den auch noch auf. Induction Smelter. Dazu brauchen wir einmal das hier. So. Und dazu brauchen wir einmal den hier. Und dann können wir uns den hier schon machen. Aber nicht den, sondern einen... hier. Machine Frame. So. Dann ein paar Updates rein. Einmal. Zweimal. Und dreimal. Der hier muss an zweite Stelle. So. Und der hier muss an erster Stelle. So. Und das wird abgetragen. So, jetzt passt's. Jetzt hauen wir da noch ein bisschen Geschwindigkeit rein. So, dass es da auch ein bisschen vorangeht, ne? So. Jetzt mal den ganzen Scheiß wieder hier rausräumen hier, ne? So. Passt. Wackelt und hat Luft. So. Dann können wir doch... können wir jetzt so hier... 100. Please wait. Ja, ich warte. Ach, die Strings fehlen. Okay. Das ist doch bescheuert. Ist doch bescheuert. Wieso fehlen mir Strings? Oh, ich weiß. Farmetage. Einmal du. Farmetage. Ich wollte eigentlich durch die Wand. Nicht runter zu. So. Hier. Hä? Strings laufen doch hier rein. Habe ich keinen. Ich habe keinen Spinnenspawner da drin, ne? Okay, wie machen wir das? Ach so. So, ich habe hier jede Menge Spinnenspawner, aber ich weiß nicht, wie man die repariert. Warte mal, kann ich die... Sieht man das hier vielleicht? Was man mit denen machen kann? Broken Spawner. Macht einen leeren Broken Spawner. Nee. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich müsste mich mal schlau lesen, wie man solche mit Draconium gepowerten Spawner macht. Das wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Warte mal, wie komme ich denn jetzt an Spinnen dran? Eigentlich am besten Safari. Wir nehmen ein Safari-Netz. Achso, nee, wir brauchen kein Safari-Netz. Wir brauchen ein... schon, aber kein Single-Use. Safari...
Das hier brauchen wir. Haben wir. Die brauchen wir nicht. Die Waffe ist total unnötig, dass wir die haben, okay? So. Und jetzt müsste man eigentlich bloß noch darüber dich einfangen. Dankeschön. Kurz hier rüber. Hier runter. Hierher. Da raus. Da rein. Und dann die Spinnen halt für uns arbeiten lassen, ne? So. Sollte funktionieren. Wir brauchen mehr Monster-Essenz. Wir brauchen eine größere Monsterfalle, glaube ich. Wir können mal gucken, wie weit ist denn der Filler da unten? Oh, du bist ja schon fertig. Das ist ja fantastisch. Ein Traum wird wahr. Sehr schön. Dann können wir hier gleich anfangen, den Boden reinzuziehen. Und, ja. Dann können wir da mal ein bisschen was bauen. Gut, Alter, hier batscht die Tür andauernd. Das ist ja Wahnsinn. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, bewerten nicht vergessen und haut rein!